einen anderen Zipfel. Ganz, ganz überrascht sein. Hier! Oh, wer mag, oh, wer mag, oh, das sein? Da? Herein, es herein. Ist Krogi! Es ist Krogi und der Chat. Moin! Hier, laut auf dem Lass oder was? Nee, man hört dich gar nicht, Krogi. Guck mal, ich hab witzig, dass du da bist, weil ich hab ein Mikrofon für dich dabei. Das ist ja interessant. Du bist gut vorbereitet. Es ja? ist ja, wir müssen aber auch sagen, hallo Chad, der ist auch da. Hallo Chad. Hallöchen. Ist das Chad Smith? Guck mal, ist das geil, das Bild, Chad? Ich muss da mal was zu sagen, Krogi. Wir leben in einer Zeit, wo du tatsächlich mal drüber nachdenken solltest, ob das mit dem Chad ein bisschen zu geschlechtsspezifisch ist. Wie willst du denn das dann machen? Weil das weiß ich nicht. Ich stelle nur Fragen. Die ja. Leute. Okay. Okay. Das aber ist warum, schwierig starten, ja? Warum sind wir hier? Das ist jetzt Stream gleich anstrengend. Ja, lass uns aber gleich mit dem Thema anfangen. Warum sind wir hier? Das frage ich mich jeden Morgen. Das müssen wir mal klären. Nee, warte, fangen wir nicht an. Was ist? Okay, wir fangen noch so fangen wir gar nicht erst an. Ich muss die Leute einmal abholen. Was ist denn die weibliche Form von Chat? Ihr muss jetzt erstmal Leute abholen. Ja, okay. Hier, guck mal, die kennt ihr ja alle, ne? Hallo. Seht ihr ja. Aber guck mal, kennt ihr auch die Räumlichkeit? Guck mal, wie krass das hier ist. Hier gibt's auch Menschen. Ja, warte, ich mach mal kurz eine Führung hier. Ja. Also genau, wir sind hier heute bei der Probe für unsere Tour. Wir gehen jetzt auf Tour, 15 Jahre Lord of Lost, geht in anderthalb Wochen los. Das ist Benji, der noch bei uns hier in der Live-Crew ist, also noch für die Probe. Zur Tour kommt er nicht mehr mit als Crewmitglied, weil er wird sich als Crewmitglied live zurückziehen und nur noch im Studio tätig sein. Deshalb, er übergibt gerade an die neuen Crew-Leute. Ich gebe mich an, also das Equipment an unseren Laurin, der hier dann die ganzen Kabel benimmt. Wir haben nämlich noch neue Pult. Wir haben neue Technik und das muss alles erstmal ein bisschen eingeübt werden. Hammer. Und deswegen viel Erfolg. Mehr Brainpower. Viel Zukunft, ja? Ja, danke schön. Du machst es genau richtig. Genau, hier haben wir. Ja, das ist tatsächlich auch, das ist nicht nur für unseren 15-jährigen Geburtstag so geschmückt, das ist immer so. Ja. Setup. Das Tour-Setup, das ist auch unsere Bühnendeko. Wir proben schon mit Bühnendeko. Hier steht Gerrit. Geht Gerrits Hemden immer noch nicht besser eigentlich? Was? Weil du ja das Keyboard immer noch so falsch aufbaust. Also, ja. Das ist ja. Das ist so eine ganz fiese Handgelenksfunktion. Ja. Ja, das geht halt einfach nicht anders. Aber mein Gott. Mein Gott. Ja, 477 Leute übrigens gerade, die das schon. Ja. Viele machen das nochmal. 477. So krass. Also ab 500 wird es dann schon heiß, muss ich sagen. Ja, heiß, heiß. Da gehen die Hosen auf. Genau. Ja. Dann haben wir hier vorne etwas, das nennt sich Schießbude. Ich würde mal übergeben an Nick. Nee, du behältst das. Du machst das, du moderierst gut. Ach so, geht. Übergibst dich. Ja, hallo. Moin. Das ist Nick. Das schießt. Ich bin Nick, das Schießbude. Ja, da kann man so... Und machen. Mach mal das, Chat. Bin auch laut damit. Ne? Ja, das glaube ich. Kann man hier so. Aber das ist ein schönes Schlagzeug. Das ist ein schönes Schlagzeug. Und das hier ist für Beckendämpfung. Das Schönste. Das ist für Beckendämpfung. Das ist für Beckendämpfung. Du siehst das schon? Ja. Ja, klar. Ja, wie lange gibt es jetzt Lord of Lost? 15 Jahre? 15 Jahre. Das ist krass. Deshalb gehen wir auch auf Tour, ist das nicht verrückt? Nur deswegen. Ja. Ihr seht immer Möglichkeiten. Das Krasse ist aber, das wird tatsächlich auch unsere allerletzte 15-Jahres-Tour werden, die wir machen. Also deshalb, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Genau, hier haben wir das Besteck von Klaas, der spielt bei uns Bass. Oh, dann angeblich kein Audio. Ja, was? Nein, wir haben beide. Chris hat man gehört. Ich habe nur gehört, Nick ist viel leiser, habe ich gelesen. Ach so, ja. Second mic has no audio. Ja. That's mic. Ja. Check, one, two. Ja, auf einem Ohr ist richtig, links, rechts, das mache ich dann in der Post. Da musst du dich dran gewöhnen jetzt. Ja, Post. Ja. Genau, das hier ist, hier spielt Klaas Bass an diesen Instrumenten. Ist das nicht krass? Hier sieht man auch, wer er ist. Damit er weiß, wer er ist, steht da immer sein Name drauf. Hier vorne spielt Pi Gitarre. Also jetzt gerade nicht, aber theoretisch? Theoretisch spiele ich hier und hier unten. Das habe ich mir bei Ed Sheeran abgeguckt. Wirklich? Ja, der hat so ein Board, da spielt er immer einfach seine Tracks ab und tut so, als würde er Gitarre spielen. Ja, ja, so. Aber das hier, guck mal, der Teufel liegt im Detail. Guck mal hier, du musst hier rumkommen. Was steht da? Dann ist diese mathematische, ich weiß nicht. Da steht Pipi im Rand. Ach so. dieser ganz schlechte Feeling. Dieser gute Hang. Genau, hier ist mein Platz. Genau, ich stehe hier so und singe hier so rein. Und meistens sitze ich hier und ich kann auch so ganz laissez-faire einfach mit der linken Hand Keyboard spielen. Also bei der Probe gar nicht so egozentrisch. Ja, doch schon, weil die gucken ja alle mich an. Außer Klaas, der steht da hinter der Säule. genau, da vorne ist Laurin, der quasi jetzt Benjis Job übernimmt. Laurin ist noch ganz frisch, der riecht auch noch so. Bist du neu? Geht. Ja, anderthalb Jahre. Ja, schon eine Weile dabei, ja. So, also der ist so jung, für ihn sind anderthalb Jahre noch eine lange Zeit. Sehr gut. Ey, danke für den Einblick, das ist Hammer. Ich weiß auch nicht, ob dir das zeigt.
Immer, jedem. Also wir haben jeden Tag einen Stream. Was ist Besonderes? Nee. Ich finde das... Also wir haben das gerade öfter. Ich finde das schon top secret irgendwie. Ich finde das gerade... Was ist das Schönste für dich hier in diesem Raum? Eine Tasse Tee. Ich dachte, ich. Alle Herren melden sich. Und natürlich nicht. Moment, können wir den Witz bitte noch ein bisschen offensichtlicher machen? You mean a cup of tea? Oh. Ja, Tee oder Kaffee? Sag schnell. Tee, natürlich. Ich verstehe gerade nicht. Hat irgendjemand Kaffee? Niemand Kaffee bei euch? Kaffee. Und du? Gar nichts. Ne? Weder noch, nee. Wasser ist schon mit Tee, ne? Wasser ist super. Ja. Keine Genussmittel. Wasser oder Pepsi? Pepsi, ja, normal. Puh. Pass auf, wir gehen jetzt mal rüber, weil da seht ihr Bengt. Hi. Genau, nicht verwechseln mit Benji. Die beiden sind... das Ding ist, was viele nicht wissen, das wollten wir heute mal aufklären. Genauso wie wir... Letztes Mal haben wir aufgeklärt, dass ich auch mit Nachnamen Krogmann heiße. Ja. Kein Witz. Bengt und Benji sind Zwillinge. Benji war allerdings ein paar Jahre länger drin. 2 Jahre und eine Woche. Genau. Deshalb ist Benji auch, größer. Hä, ist das bei euch so? Deswegen vervollständigen wir auch gegenseitig... Und ja? Unsere Geil. Genau, pass auf, ich zeig dir noch drei Sachen. Ja. Zum einen haben wir hier Geschenke, weil wir haben ja eine Geburtstagsparty. Zum anderen haben wir hier auch Kuchen. Den Chat. Genau. Ich weiß nicht, ob du vegan, vegetarisch... Wir haben einfach vegan gemacht, dann freut sich jeder. Dann ja, muss keiner überlegen. Hier wegen Party. Und hier drüben haben wir das, wo... Alle aufgedreht, mir gefällt. Hier drüben haben wir das, wo Bengt, der ist unser Tonmann, ja. Wo wir jetzt quasi die... Wo wir die Live-Situation jetzt mal so darstellen. Das heißt, da ist jetzt quasi die Bühne und Bengt ist jetzt hier im Zuschauerraum. Das Einzige, was natürlich anders ist, dass du jetzt nicht diesen riesen Lärm hast. Aber wir können hier quasi schon mal diese Live-Situation proben. Und macht ihr Recordings während der Probe? Nö, überhaupt nicht. Das ist wirklich nur unser Live-Pult. Also natürlich, du kannst theoretisch was aufnehmen, aber das ist nicht wichtig. Darum geht's ja nicht. Nee, klar, aber geil. Also, genau. Das ist schon... das ist krass. Genau. Und das ist halt, und das ganze Geraffel kommt dann in den Truck. Und dann fahren wir los. Also wir haben 10 Tonnen Equipment und das mit inklusive Licht. Hast und du das mal so erzählt, 10 Tonnen. Das ist genau, wir haben inzwischen 10 Tonnen Equipment auf Tour. Das ist wir weitergehen? Viel, ja. Das tut mir leid. Ich muss einmal kurz diese Bandmaschine angucken. Das ist natürlich für Menschen mit tontechnischem Herz einfach nur geil. Funktionieren die Dinge? Ja, klar. Aber es zieht, also man macht selten, oder? Ganz ehrlich. Also was wir inzwischen tatsächlich relativ viel machen, Bengt hat das gemacht vor ein paar Jahren, der hat den gesamten Katalog oder dieses gesamte Bandarchiv von den Scorpions digitalisiert über Monate. Ein Teil tatsächlich nur, also ja, ein Drittel, aber das waren knapp 350 analoge Bänder. Wir reden hier auch von 1,5 Tonnen Band oder so. Wow. So genau. Wow. Also knapp 500 Bänder waren das. Ja. Darf ich kurz was anmerken? Ein Raunen geht durch den Chat, dass das Bild hinge. Ja, dann müssen wir wieder in... Ja, wir essen Kuchen. So, wir sind zurück. Chat, tut uns leid. Wir sind hier einmal durch die Räumlichkeiten gegangen. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt und was nicht. Bei YouTube wird auf jeden Fall alles picobello sein und tippitoppi. Deswegen habt ihr jetzt schon einen Grund, da einzuschalten. Wir sind aber wieder zurück. So, in der Zwischenzeit ist passiert, wir haben Kuchen gegessen. Bengt will meinen Kuchen essen. Welchen Kuchen wollt ihr denn? Wir haben Marmorkuchen oder Zitronenkuchen? Auf Einhorn-Dingern hier. Ich nehme ein Stück Zitronenkuchen, bitte. Ja. Haben wir noch? Ja. Jetzt ist der hier. Genau. Generell würde ich mich freuen... Aber wo ist denn das Mikro? Hier zum Beispiel haben wir auch einen. Oder? Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Fragen stellt. Dann können wir 9 von 10 Fragen ignorieren und die 10. immer beantworten. Genau. Mit einer ganz anderen Antwort allerdings. Genau. Nein, wir beantworten euch natürlich gerne die Fragen. Wir wissen natürlich, we have many international fans. Sorry, this stream today will be in German only. So, also answering questions also just in German. Also, wenn ihr Fragen habt, haut raus. Wir haben euch hier liegen, lieber Chat. Ich bin immer noch dafür, dass wir es gendern müssen. Sorry. Chat innen. Finde ich gut. Also, ich bin großer Fan wie davon. Wie ist die weibliche Form von Chat? Ich denke Chat, tatsächlich. Mhm. Aber Chat mit C-H-E-T-T-E. Bitte? Chat. Genau so. Es ist einfach nur die Schreibweise. Und wenn man jetzt, weder noch dann, und irgendwo dazwischen... Dann Shit. Shit. Ja, verdammt. Shit. Also, finde ich gut. Ein großer Fan davon. Und jetzt einmal durch. Wirklich, ist kacke. Zurück zu den wichtigen Sachen. Ich wollte nur sagen, wir können doch auch so eine AI über diesen Stream laufen lassen, das ist dann in Italienisch oder so. Genau, also um mal kurz zu den wichtigen Sachen zu kommen, wir sind ja eigentlich nur, wir machen nur diesen Chat, also nicht, weil wir Bock auf dich haben, sondern weil wir halt Werbung für die Tour machen wollen, damit wir mehr Tickets verkaufen. Ja. Und ich bin nur hier, weil ich Zitronenkuchen essen wollte, weißt du? Ihr seid mir pisse egal. Aber eigentlich... Das ist Zufall, dass wir jetzt dann ja alle getroffen haben. Eigentlich sind wir hier auch, um Geburtstagsgeschenke auszupacken, weil es geht ja nicht, dass wir
wir eine Geburtstagsparty haben ohne Geschenke. Nee, Krogi, genau. Du bist der Einzige, der zwei Geschenke bekommt. Genau. Bitte? Ja, alle anderen bekommen nur eins. Haben. Das ist ja mega nice. Genau. Wir machen das hier nacheinander. Bitte, ja. Es ist soweit, ja. Also, alles Gute zum Geburtstag. Dadurch, dass du wie ich auch Krogmann heißt, bist du ja auch quasi Teil von Lord of the Lost, Teil von mir. Familie. Ja, Familie, Leute. So. Ey, Chat, einmal herzen. Alle sind sie hier. Die ganze Crew, die ganze Band, alle am Start. 15 Jahre Lord of the Lost. Ich find's mega krass. Wir feiern heute ein bisschen auch zelebrieren im Chat Herzen raus. Ja, aber, wir wollen alle was sehen. Ich pack jetzt aus. Jeder, so, bitte, jeder bitte 15 Herzen. Jeder 15 Herzen. Pro Nase. Wir wiegen nach. Pro Nase. Im Raum. Sind das da schon 15? Nee, wie viel ist das weniger? Pi mal Daumen? Wir gucken, ob man alle sieht. Genau. Weiß ich nicht. Das ist Hammer. Ja, ja, super. Mehr Herzen jetzt. Aber pack mal aus. Ja, ich pack ja aus. Das sind 15 Herzen. Kann man jemanden Krogi füttern? Der kommt gar nicht zum Essen. Krogi, man hat dich gerade kurz nicht gesehen, wo du hinter der Kamera warst. Man hat dich gerade kurz nicht gesehen. Ja, guck nochmal kurz. Geh nochmal gucken. Das ist schon komisch. So, jetzt, wo er nicht zuhört. Du bist nicht drauf. Siehst du, bist nicht drauf. Guck mal, da kommen die Herzen. Aber ich weiß nicht, das sind nicht immer 15. So, ich sehe das noch nicht. Ja, die sollten ja 15 Zeilen machen, oder? Jeder, also jeder soll 15 Zeilen mit jedem also, 15 Herzen machen. Um das kurz mal aufzuklären. 15 Herzen pro Nase sind ja 135 Herzen, weil wir sind ja 9 Nasen. Ja. Also deswegen. Krogi, was ist das in Kiloherzen? Krogi bekommt übrigens pro Herz Geld. Das hat er euch noch bis jetzt. Deshalb fragt er immer nach Herzen. Eigentlich ist es Heroin tatsächlich. Pro Herz Heroin. Und blockiert. Na toll. Was ist es? Oh, was ist das denn Schönes? Oh, eine Karte. Das, die ziehe ich direkt an. Das ist ja Hammer! Lass die Schreien mit! Die zieh ich direkt! Zeig doch mal in die Kamera, was ist denn das hier? Hier, Lostsocken. Aber richtig geile Weiße, weil du so ein cooler Typ bist. Wir tragen ja schwarze. Ich schreck über meine anderen Socken drüber. Ja, weil das erspare ich mir. Wenn die so ein bisschen knusprig sind, die sind leider benutzt. Ja? Oh, wie geil. Na, guck mal. Sogar über die Hose. So über die Hose. Das ist so geil. Muss man diese Socken tragen, meine Damen und Herren. Leck beide, ist das cool? Wir sehen hier Michael Krogmann mit dem Modell Weiße Socke. Ja. Zweites 2024er Lord of Lost Sockenmodell, Michael. Fahrradboten-Style. Willst du noch ein paar Sandalen dazu? Ist doch geil. Als hätte ich jetzt irgendein Problem mit meinem Bein. Sag mal, sind deine, die Vans, das sind die Custom eigentlich? Die habe ich selber gemacht. Geil. Also ja. Ja. In diesem Vans-Shop, wo man die so, oder hast du die selber gemacht? Nee, die habe ich selber gemacht. Cool. So kreativ wie du. Geil, bist du auch Waldorfschüler gewesen? Ja, nee, bin ich nicht, aber ich habe ja bei dir gelernt. Ja, okay, doch meine Marke, Krogmate. Krogmate. Oh. Ja. Ey, das war ein gutes Geschenk. Wo kann ich denn sonst so Socken kriegen? Im Lord of Lost Shop? Ja, genau. Lord of Lost Shop. Wir verkaufen inzwischen kein Merch mehr. Die Bank hat angerufen, Konto ist zu voll. Ja. Deshalb machen wir... Ist unfair den anderen gegenüber. Ja. So, der nächste ist. Guck mal, Pi, du bekommst auch was. Damit habe ich nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Es ist. Was ist das? Papier! Geil! Mega. Es ist ein. Ich habe mir das definitiv nicht da selber ausgesucht und da reingepackt. Es ist ein Sportshirt. Wow, ja, ohne Ärmel. Damit man auch die Python sehen kann. Das finde ich aber schön. Sehr schön. Damit man deine Python sehen kann. Ich habe zwei. Denn Python? Schauen Kinder zu. Das sind die Arme, Leute. Ah. Ach so. Das ist ein Regenwurm. Das ist ein Regenwurm. Das nächste. Lass in der Mitte und nicht hart werden. Das nächste Geschenk ist für Nick. Geil, hier, halt dieses Mikrofon für mich. Ja, bitte. Damit ich auspacken kann. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch. Aber, ey, aber nicht deswegen. Ey, ist doch super. Das ist schön. Nein, es ist wirklich. Es ist ein neues Lord of the Super, Super, Super Gay Ninja Shirt. Das ist ja Hammer. Also vielleicht, um das für euch da draußen, die nur Krogmann-Fans sind und ab jetzt auch Lord of Lost-Fans, das ist unser Lieblings-Hate-Kommentar auf YouTube gewesen. Yes. Obwohl wir wissen nicht, was ein Hate-Kommentar ist, aber das war ein Kommentar unter unserem Song Lorelei. Und das war bis jetzt, wir packen gerne Hate-Comments auf Merch und verdienen somit Hatern Geld. Und das war der beste. Lord of the Super, Super, Super Gay Ninjas. Hä, das ist ja aber auch wirklich... Ich check's auch nicht. Was soll das für eine Beleidigung sein? Das ist ja Hammer. Ja. Pass auf, wir leben in einer Welt, wo tatsächlich Leute noch davon ausgehen, dass der Begriff Gay eine Beleidigung ist. Also solche Menschen gibt es. Das ist wirklich super traurig. Also kauft das Shirt mal, das ist ja wohl fantastisch. Das ist also ich finde es geil.
Brauchst du es noch, das Shirt? Der nächste, ja, war der... Kauf dir ein eigenes. Lordshop.de. So. Lord-Shop.de. Minus ist uns wichtig. Ja. Wie viel ist eigentlich Lord-Shop? Lord-Shop ist gleich... Reichtum. Reichtum. Der nächste, der was bekommt, ist Bengt, unser Tonmann. Hallo. Weil auch Bengt, der zieht immer nur Scheiße an auf Tour. Immerhin sieht er was an. Hammer. Genau. Lass doch hin. Ey, wie lange ist Bengt am Start? Du bist doch ewig jetzt schon dabei, seit oder? Seit heute Morgen. Ja. 10 Jahre. 10 Jahre auch in der schon. Crew, ja. Insgesamt. Krass. Ja. Insgesamt 10 Jahre bin ich Tonhändiger. Ja. Und ja, überhaupt nicht eher. 10 Jahre. Aber du hast nicht als Tonmann angefangen, sondern als Backliner, Gitarrendings. Was hast du gemacht? Bühne auf jeden Fall. Backline. Mhm. Genau. Ja, Hammer. Also Bengt hat eigentlich damit angefangen, fast unseren Anhänger gegen die Wand zu setzen, als er zurückgesetzt hat. Das war seine erste. Das hat passiert. Das kommen, Leute. Aber das darüber, was hast du bekommen? Ja, wie geil. Dafür habe ich auch No Respect, was ich getan habe. Wie diese Sweatpants. Was steht da? No Respect for Disrespect. Nice. Das ist eine Lord of Lost Trainingshose, ohne dass Lord of Lost draufsteht. Ja. Eigentlich. Ja. Wer würde das denn tragen? Nein, das ist ja genau das Ding. Weißt du, das ist für die Leute, die uns, also denen das zu peinlich ist, wenn Lord of Lost. Ah, du meinst für die Verfasser der Hate-Kommentare, die kommen. Nein, aber teilweise ist es für uns cooler, weil wir mögen unseren Merch wirklich gerne, aber es ist immer so, immer blöd, wenn du immer mit dem eigenen Bandnamen rumläufst. Find und da steht halt No Respect for Disrespect und find das ist halt irgendwie cool. Ihr habt es eh sehr charmant gemacht, quasi in dieser Geburtstagsveranstaltung, euren gesamten Teleshop hier noch einmal als Geschenk. Das ist nicht alles. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich muss da eine Sache, ich habe gerade ein neues Umdrehwort, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, entdeckt, Backline. Leckbein. Ich führe eine Liste seit 15 Jahren, wo ich Worte sammle, wo man dementsprechend, also Worte, die aus 2 Worten bestehen, wo man den ersten Buchstaben tauscht. Wechselstaben verbuchen. Ja, genau. Ja. Sowas wie zum Beispiel Parkdauer. Mhm. Dauer? Dark Power. Dark Power? Dark Power. So, genau. Und Backline ist jetzt Leckbein. Also da ist heute ein neuer dazugekommen. Du hast mich so eine Liste, oder, ja? Oder Kampfstock. Kampfstock? Warte. Nein, Stampfkock. Warte, ich komm nochmal rein. Stampfkock? Stampfkock. Gasslock. Was macht der Stampfkock? Ja, der stampft. Sehr gut. Das ist ganz klar. Das ist schon ein sehr guter Stream heute Morgen. Also, Bank, du hast eine neue Trainingshose. Ja. Sehr gut. So. Vielleicht, Chris, wollen wir dir mal was schenken? Komm her, komm. Chris, pack mal aus. Du weißt gar nicht, was da drin ist. Niemand fragt sich jetzt auch, wer hat die Geschenke eigentlich eingepackt? Ich bin so gut eingepackt. Ich denke, es war Gerrit. Ja. Absolut. Definitiv Gerrit. Und eins klar. Ja. Oh, was ist das denn? Das ist ja nur schwarz. Ich habe ein weiteres Hate-Kommentar-Shirt. Oh, sehr gut. Ja, okay, das kann man. Das ist schwarz auf schwarz. Das ist nämlich richtig Metal. Da steht Cringe Metal Band. Das ist unser Genre, Leute. Geil. Wir sind eine Cringe Metal Band. Okay, das ist geil. Man kann es wirklich auch nicht. Und damit wir es so richtig true haben, ist es auch in fieser Blackmail-Schrift unerkenntlich zweifach, weil schwarz auf schwarz. Schwarz auf schwarz und oder auf den Knüppel. Cringe Metal. Ja. Also in Baumwurzeln auf schwarz. Ey, aber man muss das schon mal sagen. Ihr seid schon echt, also ich finde das gut, dass ihr so damit umgeht. Das finde ich richtig geil. Ja, du weißt ja nicht, wir weinen uns schon in Schlaf, aber man freut sich dann ja trotzdem, weil man hat ja trotzdem ein teures Bett. Naja, aber mal Real Talk, irgendwann, also ganz am Anfang ist es wahrscheinlich nicht so super easy. Ja, also sagen wir so, wenn du jetzt Real Talk machen willst, bei mir war es so, es geht von, erst provoziert man es, und dann findet man es irgendwie geil und dann findet man es eigentlich richtig scheiße, weil das wird dann irgendwann zu viel, weil es dann in schwachen Momenten einen doch trifft und dann levelt sich das irgendwann so. Und das Einzige, was mich inzwischen eigentlich nur stört, ist diese Gesamt-Hate-Kultur. Ich reg mich gar nicht über Hate-Kommentare nur bei uns auf, sondern du guckst den Tagesschau-Post an auf Facebook. Ja. Und was darunter abgeht, bei lapidaren Themen, ist schon schlimm. Aber dann irgendwo, keine Ahnung, verunglückt, sagen wir mal, ein Rollstuhlfahrer, der wird von der Bahn überfahren. Und selbst bei sowas, wo du denkst, daran ist nichts, woran du dich aufhängen könntest. Mhm. Aber dann ist der Typ vielleicht, keine Ahnung, der kommt dann nicht aus Deutschland, dann hast du frühestens da die braun-blaue Fraktion, da kommen Kommentare, das will ich nicht mal hier, du kannst es dir denken. Mhm. Aber selbst wenn das nicht ist, bei jedem, bei allem, das hilft einem, um zu merken, es geht dabei gar nicht um uns,
Das sind nur die Leute, die halt Arschlöcher sind. Aber es macht mich trotzdem traurig. Also Kommentare zu lesen auf Social Media macht mich richtig traurig manchmal. Gar nicht unsere generell. Verstehe ich komplett. Coole Antwort übrigens. Finde ich gut. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, Leute, seid nice. Ja, es ist so einfach, nice zu sein. Ja, weißt du? Und wenn dich was nicht interessiert und wenn du es doof findest, ich kann total gut damit leben, wenn Leute sagen, sorry, das gefällt mir echt überhaupt nicht. Ich finde es richtig panne. Okay. Aber zu sagen, das ist schlecht und ihr solltet sterben, ihr Schwulen. Seid einfach nice zueinander und macht es wie Bengt und Benji, ergänzt maßgeblich euch. So. Ja. Und da wir alle nice zueinander sind, kriegt jetzt der nächste. Ja, schöne Überleitung. Hey. Launi. Jo. Der Neue kriegt auch was. Jetzt bin ich auch gespannt. In seiner Welt sind wir nicht mehr neu, weil er schon doppelt so lange in der Crew wie er alt ist. In meiner Welt, ich sitze hier schon. Geht so lange. Wie alt warst du, als wir unser erstes Konzert gespielt haben, 2009? Da war ich 9. Wow. Wow. Hey, ich war 8. Hä? Alles ist ein Händen geboren. Nein, ja, doch. Crazy. Schießt. Habt ihr gerade gleichzeitig crazy gesagt? Kleidung, ihr ergänzt frei. Euch. Yay. Nein. Das ist sehr gut. Okay, ich muss die Freude ein bisschen dämpfen. Die müssen die Klamotten natürlich nachher zurückgeben. Und wieder einpacken. Ah, guck mal, das könnte doch fast wieder ran, mehr Sport zu machen. Ich habe dir, ich weiß nicht, weil du bist ja nicht klein, aber halt dünn. Ich habe dir jetzt einfach mal M gegeben, weil man kann sie ja schnüren, damit sie nicht zu kurz ist. Ja? Super, und lieber Oversize als ja, genau. Zu eng. Ja, aber ich dachte, weil S ist manchmal zu kurz. So. Wer bei M schon von Oversize? Ansonsten könnt ihr natürlich tauschen, aber ich dachte, er müsste. So, wer hat denn das nächste? Klasihasi. Klasihasi. Oh, alles Gute zum Geburtstag, Klaas. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Klaas hat heute auch noch Geburtstag. Ich bin jetzt auf 15. Gettet auch. Ja. Jeden Tag. Wow. Oh, geil. Oh, das ist tatsächlich mein Geschenk, was man braucht. Ja. Richtige Männer. Ich verkaufe gerade bei eBay so ein paar Sachen. Kann man das auch wirklich mal vernünftig verpacken? Ja. Aber ja, geil. Habt ihr das alte eigentlich noch? Gibt es das alte Tape noch? Nein, wir haben inzwischen nachhaltiges Tape, nicht mehr aus Plastik. Sorry. Ja. Nein, weil da stand da früher Post drauf, oder nicht? Das stimmt noch. Post auf the Lost. Steht da auch drauf, aber im Kleinen. Ja, das stimmt. Auf weil das ist super geil. Und selbst hier Dr. Marc Benecke packt seine Pakete mit unserem Paketband ein. So. Wieso kann man hier, ne? Kann er sich kein anderes leisten, oder? So, Benji. Nee, wir machen erstmal Gerdi. Oh, Gerdi. Das bin ich für die, die da draußen nicht wissen. So, jetzt wissen sie alle, was ist denn da wohl drin? Kann der Chat nicht einmal kurz rein? Nein, das sind nicht diese Sonntagsbrötchen. Chat, wir brauchen euch. Was ist in Gerdis Paket? 3, 2, 1, los. Wir brauchen ein bisschen mehr Interaktion. Los. Die Leute können nicht einfach nur zugucken. Ihr müsst hier was tun. Nee, ihr müsst auch was tun vorher. Vielleicht gucken die nicht zu. Vielleicht machen die was vorm Rechner. No, yes. Es ist wurstförmig. Okay. Weich. Es schmeckt nach Wurst, riecht nach Wurst, fühlt sich nach Wurst an. Der Briefbeschwerer sagen, Leute. Das ist schwerer. Aber es ist weich, oder? Es ist schon weich. Okay. Gibt's weiche Briefbeschwerer? Unterhosen? Vielleicht. Leute, das ist noch zu in der Box Socken, gedacht. Strümpfe, Socken, neue Gitarre. Ja, das ist es. Genau. Nicht schlecht. Shreds. Schlippi, Alter. Schlippi. Mütze. Nee, Glatze. Leute. Denn wir brauchen mehr. Glatze, Schaum. Schlippi. Schlippi eventuell. Eventuell ist eine Einschränkung, damit kann ich nie arbeiten. Eiswürfel ist gut. Okay. Eiswürfel ist schon sehr, also... Eiswürfel, ich würde sagen, kalt. Hier schreibt einer Höschen. Höschen. Nein, Höschen. Da schreibt jemand Bottle. Erklär doch mal bitte jemand, was Bottle ist. Oh, Bottle ist B-O-T-L, Bottle, Beer of the Lost. Okay. haben wir tatsächlich inzwischen. Ja. Sollen wir mal aufmachen? In drei Ausführungen. Ja, Pilz, Alzer und alkoholfrei. Rollbares Keyboard, das hatte ich in der Tat, das hatte ich bei einem Videodreh, aber das habe ich... Ach, von Roli dann, ne? Blöder weg. Genau. Schlöderweise weggeschmissen. Gibt's aber nur bei Roller. Darf ich hier kurz auf was hinweisen? Neuer Borat Onesie, warum sagen die das? Weil ich möglicherweise mittlerweile zu zwei Gelegenheiten in einem Borat Onesie rumgelaufen bin. Einmal beim Amphi. Das ist ja auf der Bühne und auf dem Schiff, auf der 70.000 Tons of Metal in Miami Cruise. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf die 71.000 Tons of Metal, ist der Nachfolger. Wolltest du zunehmen, oder? Die haben mich schon... Nein, ich bin doch nicht aus Metall. Die haben mich schon 70.000 Mal gemacht. Nein, aber wir haben eine tolle neue... Oh, was ist das denn? Ja, wir sollen weiterraten. Ich habe nur einen kleinen Tipp gegeben. Was ist es? Also ich würde sagen, ich würde sagen, das ist eine Katze. Ja, eine kleine Katze. Warn? Nein. Oder vielleicht? Eine Katze. Ist es eine Katze? Okay. Also, es ist eine Katze. Es könnte eine Katze sein. Oh.
Wie das riecht eine Katze? auch hinten. Ist das eine Katze? Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Ey, das ist ja... Oh. Geil. Get lost. Das ist eine Katze, gegen die ich ausnahmsweise nicht allergisch bin. Geil, danke, Papa. Ich das nicht von mir, das ist vom Geburtstagsmann. Ach so, Geburtstagsmann. Ach, das Daddy ist nicht Kiko, obwohl trotzdem mal genau. Ja, ganz genau. Also, weil Benji ja jetzt unsere Live-Crew verlässt, bekommt er noch ein Abschiedsgeschenk. Das letzte Geschenk, was ich von euch kriege. Die letzte Rechnung. Auch das letzte. Ich sag ja, Job ist frei. Was ist es wohl? Du darfst es, ich glaube, du darfst es nicht zeigen, also lass es drin. Was? Das ist ein Briefbeschwerer. Aber Butterfly-Messer gehen doch jetzt. Das könnte der Briefbeschwerer sein. Ist es der Briefbeschwerer? Es ist ein. Also pass auf, Leute, ich weiß nicht, wie Twitch da ist. Also es gibt nämlich Leute, die sagen, es wären Buttplugs. Das machen wir nicht. Wir verkaufen Briefbeschwerer bei uns im Shop. Also die darf man zeigen? Ja, Briefbeschwerer, okay, das ist ein Briefbeschwerer. Das ist der Schachfigur. Ich finde, dass ich Schach gerne spiele, deswegen ist es so. Genau. Ja, also, das ist ein Bauer. Ja. Ich meine, wie sieht denn das aus, Chat, wenn wir jetzt die Dinge nicht zeigen, oder? Die sind real. Nee. Und Benji, ja, du kannst auch beruhigt sein, das Ding ist getestet. Riech mal drin. Oh, sogar mit dem Blatt im Gitter-Logo. Oh. Oh. Genau. Also, was du meinst, ist Blatt im Gitter. Bitte. Ich muss das. Ich wäre dann vorsichtig tatsächlich mit Blatt später, dass du vielleicht das nicht zu... Deutlich nimmst. Ja. Verstehe ich nicht. Aber der ist für Starter. Wieso denn nicht? Alles kann Gleitmittel sein. Also 540 Leute sind gerade am Staunen, tatsächlich. 540 Leuten, gefällt das? Was los ist? Also, wir haben einen Briefbeschwerer im Shop, aber Menschen denken, es könnte ein Buttplug sein. Aber ja. Weil wir ja kein Sexshop sind, sondern Merch verkaufen. Wir machen euch das mal vor. Genau, es ist ein Briefbeschwerer. So, guck, stopp. Stellt euch vor, das ist ein Brief. Warte, Moment, zeig mal ohne, jetzt kommt Wind. Boah, richtig. Oh, das ist ja scheiße. Guck mal, und jetzt. Ja, okay. Funktioniert. So, Applaus. Hier. Aber nur einer. Aber. Ich sag mal, funktioniert arschgut. Das nehme ich dann, wenn ich von euch auf Tour Post kriege, dann kann ich sie damit nicht beschweren. Nein, aber das Ding ist, um das kurz zu sagen, dass wir diese Briefbeschwerer anbieten, daran sind tatsächlich unsere Fans schuld, weil es war nur eine Schnapsidee. Wir saßen rum an einem schönen Abend, an einem launigen Abend mit unserem Tim aus dem Lordshop und er sagte, ihr solltet unbedingt mal Briefbeschwerer in den Shop nehmen. Und dann habe ich auf unserem Telegram-Kanal, wo so 5000 Wahnsinnige von euch drin sind, gefragt in so einer Umfrage, Leute, wer von euch will eigentlich einen Briefbeschwerer? Und 70%, und 70% der Leute so, ich. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir das halt mal. Inzwischen ist das unser viertes Modell. Ach, wirklich? Gibt's da ganz viel Post? Andere Grammaturen und so, ja? Ja, andere Bilder. Du kannst dann, wenn du so einen Briefbeschwerer anbringst an einem Körper, dann guckt der hinten so ein Bild raus. Ja. Und das scheint dir dann der Griff einfach aus dem Arsch. Was wir hier so lernen, das gefällt mir richtig. Ja. Haben wir nicht einer besonderen Person ein paar Briefbeschwerer geschickt? Ja, wir haben überlegt, es gibt ja durchaus eine große sexuelle Verklemmtheit im Bereich der institutionell geführten Religionen, zum Beispiel bei den Katholiken. Okay, ich hab's. Und wenn die sich ein bisschen offener machen würden... weil das ist ja schon, das Thema Sex ist ja schon schwierig bei den Katholiken. Absolut. Genau, und da haben wir halt überlegt, wenn die sich ein bisschen aufnahmen machen würden. Sei die Tür zu, Chris. Und dann haben wir halt zwei Briefbeschwerer in den Vatikan geschickt, per Einschreiben, und das ist auch angekommen. Also wir haben... Gab Feedback, ja? Wir haben ja die Sendungsverfolgung gehabt. Ja, meine ist angekommen. Sehr schön angenommen. Ja, meinst du etwa, die Post wurde eingesteckt? Das ist ja nur mal. Ja, herzlichen Glückwunsch damit dann. Ja. Ne? Viel Freude, absolut. Krogi, aber du bekommst das letzte Geschenk. Du bekommst noch ein zweites. Alter. Oh, ich weiß. Was ist das denn, Chad? Okay, alle mal raten, was das ist, bitte. Chad, was ist das? Was ist das? Was mag das sein? Ein Bügelbrett. Endlich. Happy Birthday. Ich guck dir seine Klamotten an. Leute, 15 Jahre Lord of Lost, ist das verrückt? Alle kriegen Geschenke. Wo ist dein Geschenk, Chad? Hey, kannst du nochmal so ganz casual erwähnen? Ich will nicht, dass ich es höre. Kannst du nochmal erwähnen, dass wir auf Tour gehen? Ja. Und sie gehen auf Tour? Wow, das ist ja wohl krass. Wie viele Tour-Dates gibt's? Ja. 21. Alle. 21. Alle. Warte, ich möchte, dass Nick das beantwortet. Ja, 21. Also, frag nochmal erst. Wie viele Tour-Dates habt ihr denn, Nick? 21. Gibt's da mal so besondere Orte, wo du dich drauf freust, wo es diesmal hingeht?
Alle. Gut. Ja, also zum Beispiel, also, wir starten in Nürnberg. Und also das ist tatsächlich ganz besonders, weil wir haben schon unfassbar oft in Nürnberg gespielt, aber immer nur im Hirsch, wo man halt immer spielt, wenn man da ist. Und jetzt haben wir es erstmalig geschafft, nicht im Hirsch zu spielen, sondern wir dürfen jetzt in den nächstgrößeren Löwensaal. Ja. Und das ist groß geworden, ja? Tatsächlich ein, das ist wirklich ein Meilenstein. Ja, und das, also gerade weil Nürnberg ist so eine Stadt, da wächst man langsam, warum auch immer. Also die Leute kommen immer und man wächst da langsam. Jetzt sind wir im Löwensaal, da passen glaube ich 1400 rein oder so. Mega. Und wir haben noch low Tickets, ne? Genau, wir haben noch 100 Tickets ungefähr für Nürnberg. Frankfurt haben wir auch keine 100 mehr. Alle anderen deutschen Städte sind glaube ich, nee, Berlin gibt's noch, sonst sind alle anderen deutschen Städte ausverkauft. Wow. Amsterdam ist ausverkauft. Glückwunsch. Für Leipzig gibt's auch noch, aber Leipzig sind 3.500. Da gibt es noch, keine Ahnung, 900 Tickets oder so. Also, ja. Und richtig schön, so ein bisschen sonniges Wetter erwarten wir in Barcelona. Da sind wir, soweit ich weiß, am Karfreitag. Ja. Und da ist das gut oder schlecht? Da würde ich mal euch empfehlen, Ostern immer zu Hause, lalala. Aber warum kommt ihr nicht einfach mal nach Barcelona? Da gibt es ja sicherlich ein paar gute Flüge. Und dann haben wir vielleicht ein paar Leute, die wir hier aus Deutschland kennen und sowas, die uns dann in Barcelona bei der Schule sind. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil die Spanier gehen am Karfreitag, die gehen nicht so richtig weg. Das ist ja da ziemlich strikt. Ja. Das heißt, das ist tatsächlich, ich glaube, die am schlechtesten laufende Show neben Luxemburg. Und weil Luxemburg ist einfach klein und neu, deshalb kommen da nicht so viele. Spanier nehmen ihre Feiertage ernst. Die machen es sogar so, dass wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, legen die den freien Tag in die Woche. Ja. Also kommt das rein. Es gibt noch Platz für euch. Ja, genau, Barcelona gibt es echt noch Platz. Okay, aber das heißt, es geht jetzt los mit der Tour. Habe ich es richtig verstanden? Ja, in anderthalb Wochen. Nächste Woche. 22. Okay. Also für alle Kurzentschlossenen, jetzt zuschlagen. 22. Nürnberg, 23. München ausverkauft, dann geht's schon in die Schweiz und dann kann, also wir haben, weiß nicht, 10, 12 Länder auf der Tour oder so. Und zieht die Tour in einem Stück durch? Nee, ist ein Block am Anfang, aber es sind auch immer Off-Days dazwischen und dann nochmal zwei Wochenendblöcke. Also bis Ende April sind wir auf der Straße mit Pause. Okay, also wirklich Anfang des Jahres. Und dann wieder ein paar Festivals wahrscheinlich. Dann haben wir so, weiß nicht, 10 Festivals oder so, auch international, viel von Finnland bis sonst wo und auch richtig fette Sachen in Deutschland, wie Summer Breeze machen wir jetzt wieder, was natürlich richtig geil ist, auch nachts. Wir spielen, ich darf noch nicht sagen wann, aber wir spielen eine fette Nachtshow. Fett, okay. Wir spielen Download. Und eine gute Download, was geil. Richtig krass ist. Wir spielen Mera Luna, auch eine richtig geile, fette Zeit. Ich meine, es ist auch ja 15 Jahre Jubiläum. Dann haben wir USA und Kanada im September. Dann haben wir Ende des Jahres Lordfest in der Sporthalle in Hamburg. Ja, aber ist geil. Also, ist doch geil. Sporthalle ist für uns halt auch Meilenstein, ne? 7000 Leute. Warte mal, ihr habt das doch sonst. Wo war das sonst? Edeloptik. Aber ist die nicht größer? Nee, die ist kleiner. Echt? Haben wir ausverkauft mit 4000. Jetzt müssen wir die nächste krass größer. Ich hätte aber gedacht, dass die Edeloptik Minimum genau so groß ist. Also, das ist aber Edeloptik ist Basketball. Das ist nicht so groß. Ja, Glückwunsch. Ja. Aber es ist doch egal, wie sich's entwickelt. Auch ich meine, mit geht so. Ich meine, vor einem Jahr haben wir gequatscht. Das war ja auch mega brisant. Und ich glaube, wir sind hier so reingeputzt in den Geburtstag. Ich glaube, die Leute checken vielleicht gar nicht, dass wir alle so eine gute Connection haben. Oder wir beiden zumindest. Haben wir auch. Ich finde unsere Connection auch ganz gut. Also, wir kennen uns seit heute. Das ist mega fresh. Das ist mega geil. Seit wann kennen wir uns? Seit 2010 oder 2011. Boah, ich weiß nicht genau. Also eigentlich zum Beginn der Band war ich dabei. Tatsächlich. Ja, bisher. Du hast eigentlich dazu. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber es ist schon interessant. Finde ich schon cool. Also, wie alt bist du jetzt? Ich bin 37. 37. Dann warst du quasi, genau, Anfang 20, als du angefangen hast, Tontechnik zu machen. Ja, genau. Das war ziemlich, also du hast es ja geil gemacht. Das hat ja Spaß gemacht. Deswegen finde ich es so cool, dass die Connection so bestehen geblieben ist und dass es auch so geil läuft. Und vor einem Jahr war dieser ESC-Trubel, der für euch mega spannend war. Es war unfassbar krass und geil. Also ich bin immer noch müde, deswegen muss ich echt sagen. Ich bin immer noch im ESC-Kater. Ich hänge immer noch mit aller Arbeit hinterher, 3 Monate. Ich habe eine chronische Müdigkeit seitdem, weil das so ein unfassbar forderndes, krasses Jahr war. Aber ich würde es wieder machen. Nicht nächstes Jahr. In 3 Jahren vielleicht wieder, aber du hast ja auch alles mitgenommen. Oder ihr als Band. Ja, alles. Du hast irgendwann sogar dich gemeldet. Sogar Stream mit dir. Exakt. Ja, das wollte ich eigentlich so sagen. Du hast irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich gemeldet hast oder ich gesagt habe, Chris, lass mal was machen, keine Ahnung, ist auch egal. Aber du meintest, ey, ich mache jetzt alles so gut ich kann mit. Ja, so, du hast und alles irgendwie. Also ist doch ganz einfach, krass. Wenn du die Chance hast, auf der größten TV-Show nach dem Super Bowl zu spielen. Das ist de facto 200 Millionen Leute. Ja. Und du hast im Vorfeld die Möglichkeit, durch Presse alles zu erreichen. Dann musst du doch sagen, jetzt all in. Ich mach das alles mit. Also alles, was dir vom Mindset her passt. Ne? Es gibt natürlich Formate, da willst du nicht dabei sein. Oder Leute, mit denen du nicht sprechen willst. Aber alles, was vom Mindset passt. Jetzt rate mal, oder lass mal den Chat raten.
und Lord of Lost Fans, ja, die es wissen, nicht sagen. Wie viele Interviews haben wir letztes Jahr gemacht? Nicht also aufgeteilt, ne? Mal macht er ein Interview alleine, mal er eins alleine, mal zu zweit, mal mache ich, mal alle zusammen. Aber insgesamt, Interviews, Streams, also alles sowas. Wie viele? Sag mal eine Zahl. 2023. Ich weiß, dass du zum ESC schon mir eine sehr abstrus hohe Zahl gesagt hast übrigens. Das möchte ich noch kurz dazu sagen. 250, über 500. Viele. 970, 900, knapp 900. Alle finde ich auch gut. 150, 300. Ja, 1.800. Also die Leute über 900, Leute pendeln sich ziemlich gut ein. Ja. Ich war es auf 902. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Das ist ja wirklich absurd. Also wirklich, stell dich das mal vor, 900 Interviews, das ist... Schriftlich, telefonisch, live, Fernsehauftritte, Quizshows, also alles zusammen 900. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage so ein Jahr hat, ja, aber wie sollt ihr das wissen? Rechnet das mal um. Das ist ja verrückt. Ja. Wirklich, ja, also, wirklich krass. Aber klar, mitnehmen. Und das bringt ja auch dann was. Also ist ja klar. Ja, es ist tatsächlich so, dieser ESC-Hype, alles drumherum, das hat, alle Zahlen haben sich zack verzehnfacht. Und dann fällt es natürlich und dann pendelt es sich ein. Aber wir sind jetzt bei einem eingependelten Level von 2,5 bis 3-fach bei allen Zahlen, die wir vor mir jetzt hatten. Ja, mega. Also alles von Tourzahlen haben sich ver-2,5-facht quasi, Merch, CD-Verkäufe, alles. Wir sind vom ESC wiedergekommen und unser Album war zack wieder auf Platz 2 in Albumcharts. Also so, huch, Bro, was? Ja, geil. So, geil. Ey, ich meine, ihr könnt auch, also das ist meine Meinung, ich habe es euch noch nicht allen so gesagt, ihr könnt auch sehr stolz darauf sein. Deine Meinung. Ja, nein, ich finde dieser ESC ist ja, ich bin da kein Pro, aber ihr werdet es oft gehört haben, aber als deutscher Beitrag bei dem Ganzen ist man, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Unter dem schwierigen Stab. Aber ihr habt es einfach würdevoll und geil gemacht. Also es war einfach Hammer. Ich muss es auch nochmal betonen für alle, also auch die es nicht wissen, wir sind wie Deutschland immer gerne, wir sind halt Letzter geworden. Wenn man es als Competition sieht, ist es natürlich schade. Und ich glaube tatsächlich auch, dass junge Künstler, stell dir mal so einen Anfang 20-Jährigen vor, einen Solokünstler, der geht kaputt. Den kennst du vorher nicht. Die haben dann ihren ersten Song bei Spotify, das ist vielleicht ein Act, der wird gebaut. Dann fährst du dahin, dann wirst du Letzter und fährst du nach Hause. Was willst du denn dann machen mit deinem Namen, mit deiner Karriere, mit dem einen Song, den du hast bei Spotify? Und dann, danach interessiert sich ja keiner mehr vom Mainstream für dich. Dann fällst du in deine Bubble aus deinen Hardcore-Fans und machst weiter. Aber die gibt's ja gar nicht, diese Bubble. Ja, genau. Oder du machst nicht weiter und sagst, ey, das reicht mir. Genau. Genau. Und bei uns war es halt so, wir haben Nummer 1 Album gehabt Anfang 2023, bevor wir überhaupt zum ESC-Vorentscheid gefahren sind. Das heißt, daran sieht man ja schon, wir waren ja schon am Start. Wir sind nicht so groß wie die Stones, aber wir sind auch keine Underground-Band mehr. Wir sind eine gut erfolgreiche Band. So, dann fahren wir zum ESC, machen das. Werden halt Letzter, scheißegal, 2 Wochen später stehen wir mit Iron Maiden auf der Bühne und fahren. Das ist wirklich absurd. Und touren durch ganz Europa. So. Ja. Und wir sind zu fünft. Und wir sind nicht Anfang 20. Ja. Das heißt, der Backbone, den ich da gerade als Sänger, wo du da stehst und dann live singen musst, dieses Rückgrat, was du aufbringen musst, das ist gestärkt von ganz vielen Leuten und gestärkt von über 25 Jahren Bühnenerfahrung. Mhm. Und jetzt stell dir mal ein 18-jähriges Mädchen, 18-jährigen Jungen alleine. Ja. Und dann fallen die in dieses Loch. Ich saß immer nur bei den Proben dort und dachte, Leute, ich weiß schon, wie schwer mir das fällt, aber was ihr da gerade abzieht, so jung wie ihr seid, ich habe so einen riesen Respekt. Ja, und da können wir gleich mal sagen, umso mehr Respekt für Isaac, der das dieses Jahr für Deutschland macht. Ja, und der ist auch super jung und deshalb, also da alles Gute. Das ist ultra heavy. Ja, eigentlich kann man ja mit dem Mindset gar keinen, also du hast zwar gesagt, es bringt irgendwas oder es hat euch was gebracht, ja, aber von der Psyche kann man auch sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich tue mir das nicht an. Natürlich nicht. Man darf das nur machen, wenn man Bock drauf hat. Du darfst da nicht hinfahren und sagen, ah, ich habe da keinen Bock drauf und bla. Aber egal, das ist so eine geile Plattform, dass die Promo nehme ich mit. Wenn du das machst, bist du da völlig falsch, weil du musst das schon feiern. Wir sind ja hingegangen, wir haben das gefeiert. Wenn du da hingehst und das hast und du sagst nur, ich nehme halt die Promo for free mit, das merken die Leute. Du gehst vor allem dahin, du triffst ja nicht nur auf irgendwelche PressevertreterInnen, sondern du gehst in so eine Community rein, die da mit Leidenschaft dabei ist. Du bist bei irgendwelchen ESC-Events. Die merken das, wenn du scheiße findest. Die merken das sofort, wenn du das nicht fühlst. Ja, glaube ich. Und also die sind so damit verbunden seit Jahrzehnten. Aber das Studio-Feedback
vor Ort wird auch richtig gut nach dem Track, oder? Also das kam so. Ja, das ist ja das Ding. Und auch das Geile beim ESC. Ja. Es ist total egal, wer du bist und welches Land da steht und was für eine Mucke du machst. Die feiern gnadenlos alles weg. Also die Leute sind ESC-Fans. Die haben natürlich ihre Favoriten, aber es geht um die Party, egal wer da spielt. Okay. Genau. Und also das Feedback in der Halle war gigantisch, was für uns natürlich schade war oder für den Act, der da auf der Bühne steht. So sehr das auch geil ist in dem Moment. Du machst es ja nicht für die Leute in der Halle. Das ist weil da stehen nur 6.000 oder 9.000 oder so in der Halle. Aber du machst es ja maßgeblich für die Leute da vorm Fernseher, vorm Bildschirm. Und das war auch das Krasse für Chris dann, weil der so krass choreografiert immer wissen musste, in welche Kamera muss ich wann gucken. Das ist richtig interessant. Damit du diese Leute kriegen musst. Ja, du hast ja einen automatisierten Schnitt. Mhm. Auf den Frame, genau. Und da haben wir reden von einer Arena, wo Kameras 50 Meter von hinten an mit Metallseilen 30, 31 Kameras. Genau, auf dich zufahren und wieder weg und Leute auf der Bühne und alles bewegt sich und die gesamte Bühne ist ein LED-Kubus, wo nur eine Wand frei ist, nämlich die zum Publikum. Das Krasseste, was man sich vorstellen kann, und du musst genau in jedem richtigen Moment immer in die richtige Kamera, weil du ja eigentlich nur für die Leute vom Fernseher draußen spielst. Ja. Und diese Kamera-Choreo, die habe ich wirklich geübt mit unserem Creative Director, der auch der Balletttänzer ist und Marvin. Das mit mir wie eine Ballettaufführung proben musste, vorher schon. Also du fährst ja nicht zum ESC, trittst auf, du bist 2 Wochen in Liverpool vor Ort zum Proben. Und für Presse. Und aber probst du noch wirklich in der Location? Auch mehrfach vor Publikum. Das heißt, die Aufregung vor dem Publikum, die gibt es dann eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Also als wir das Finale gemacht haben, war das bereits der 5. oder 6. Auftritt vor komplett voller Halle. Ja, krass. Mit Make-up und allem. Ja, war aber meiner Meinung nach echt perfekt. Also es war unserer Meinung nach auch. Ja, genau. Deswegen viele Arschlöcher da draußen anscheinend. Aber auch sehr viele Leute, das habe ich gerade im Chat beobachtet, viele Leute, die gerade geschrieben haben, ich hätte euch ohne den ESC gar nicht kennengelernt. Zum Beispiel. Also wie viele Leute dadurch bei uns hängen geblieben sind und die wir neu willkommen heißen durften dadurch, das ist völlig krass. Also einfach unglaublich schön. Ich würde gerne nochmal den Chat aktivieren wollen. Macht da gerade nichts. Ich weiß nicht. Aber der Stream läuft noch, ja? Ja, ich kann mal. Ja, wir gucken mal kurz. Ja, nicht, dass wir hier. Wenn der Stream noch läuft, liebe Chats. Community. Liebe Community. Ja. Bitte ratet doch jetzt nochmal, was Krogi als zweites und auch letztes Geschenk des Tages. 700 Leute. Ja. Wow. Geilo. Für dich ist das viel. Ja, verstehe. Ich bin ganz dankbar. Weißt du, Chris, ich freue mich auch. Nee, ey, Bro. Du hast 60.000 Follower bei Twitch. Also wir haben 5.000. Also bei Twitch sind wir wirklich für die völligen Spackos im Gegensatz zu dir. Werde auch dankbar mit 5.000. Und im richtigen Leben ist es halt anders. Das ist klar. Aber jetzt pack doch endlich mal dein Geschenk aus. Chef, ganz ehrlich, was mag es sein? Wir können auch mitraten, ich sage ein T-Shirt. Ja. Ich sage Brot. Ein Bügelbrett ist, Brot kommt gerade. Ganz flacher Baseballschläger. Ganz vielleicht. Wie heißt denn das? Schmini, wo man mit so flachen Schlägern schlägt. Paddeln finde ich auch schön. Paddeln. Die Paddel, Leute. Becher. Ein Briefbeschwerer. Der Flex. Ja, dann packen wir aus. Ich weiß, was ist. Ein Nilpferd. Nilpferd. Leute, ich mach's jetzt auf. Ich hab Bock. Ich hab hier dieses, übrigens, das ist das neue Klebeband. Ja. Nicht das alte. Post of the Lost übrigens. Richtig geil. Hat der Vatikan auch schon bei sich rumstehen? Ja. Die Medien damals, ja? Und das war tatsächlich, also auf dem Cover vom englischen Metal Hammer stand das sogar drauf, dass wir Briefbeschwerer an Vatikan geschickt haben. Ja. Ey, Mann, ihr habt ein Bild mit dem König. Ey, das ist bewegtes Bild mit dem König. Und er hat ein Bild mit uns. Das musst du ja mal reinziehen. Also wirklich, das finde ich persönlich. Wir haben König Charles getroffen bei seinem ersten Amtsbesuch und haben für ihn Musik gemacht. Also wir wissen nicht, ob er noch in der Halle war. Das ist wirklich das Absurdeste meiner Meinung nach. ESC, die Wahrscheinlichkeit ist da schon gering, dass man es macht. Ja. Aber mit dem scheiß König, den man dann seit Generationen kennt. Jeder, ist kein scheiß jeder Mensch auf dieser Welt wird Prinz und jetzt König Charles kennen. Und ihr habt ein Foto mit ihm. Das ist einfach. Ich hab kurz überlegt, ob ich meine The Crown DVDs mitnehme. Damit er sie unterschreibt. Du warst super in der Serie. Was ist das denn, Leute? Guck mal! Ein Becher! Ein kleines Paddel! Ein Nilpferd! Wie geil ist das denn? Ein 7,5er. Lord? Nee, Blood and Glitter. Blood and Glitter. Blood and Glitter. Richtig geil. Nice. Vielen Dank. Wie sieht's hier aus? 7,5 Zoll? Wir sind etwas schmaler. Für Rollen hat es nicht gewonnen. Das Ding ist, das ist auch für die Hater, weil die machen dann Rollen drunter und dann grinden sie genau über den Kannstein. Okay, mein Gesicht. Aber sieht dann cool aus. Das heißt, wir sind noch einmal Grindcore. Genau. Komm, packen wir direkt hier. Das muss direkt rein. Ja, vielen Dank.
Was ist dein Geburtstag? Ja, ja, ne? Das finde ich richtig schön. Was jetzt nur noch fehlt, sind Fragen aus dem Chat. Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch vier Stunden Fragen. Ja, genau. Frag doch mal was, Chat. Aber ihr macht doch Twitch-Streams. Ja, ja. Wie regelmäßig oder wie läuft das? Oder? Mal so. Wir haben jetzt zum Beispiel Freitag haben wir einen. Mhm. Da stellen wir eine weitere Supportband vor. Wir haben uns überlegt, wir haben ja verschiedene Supportbands oder Special Guests auf Tour, dass wir mit denen im Vorfeld Streams machen. Mhm. Dass die Leute die auch mal kennenlernen und die deren Fans uns kennenlernen, unsere Fans die kennenlernen. Das ist eigentlich sehr schön. Da machen wir Freitag einen Stream. Hammer. Aber ihr macht ja eben viel mit Bands, oder? Also du hast ja auch irgendwie in meinem Studio habt ihr viel Bandarbeit sozusagen. Ich höre auch Bands. Wir machen auch viel mit Musik. Du hörst Bands. Okay. Ja. Was war deine erste Platte? Roxette Joyride. Mhm, okay. Und deine? Bravo jetzt 11, glaube ich, oder 9. Nee, aber dann war es bei mir Peters Popshow. Aber ich meine so richtig Album, also von einem. Boah, ich glaube ganz unangenehm irgendwie. Oder es gibt nicht ganz unangenehm. Ja, Mann, das war trotzdem die Toten Hosen. Ach so, ja, aber welche Platte? Opium fürs Volk. Ah, die ist aber cool. Ja, die ist cool. Mega. Meine erste richtige CD war eine Single und zwar war das Goldenes Handwerk. Ah, geil. Von den Ärzten. Meine erste Single, wenn wir darüber sprechen, war, ich glaube, Ice Ice Baby von Vanilla Ice. Ja, geil. Hammer. Geil. Ja, das ist geil. Ja, aber mit. Okay, weitere erste Alben hier. Erste ja, genau, Alben, das ist erste gut. Singles, kommen. Ich geb rum. Oh, ja. Hier. Ja, dann machen wir mal der Plumpsack. Ja, bitte. Und ihr auch im Chat, erste Alben bitte. Mein erstes Album war Doggy Dog, All Borrow Kings. Geil. Und ich habe zwei Singles auf einmal gekauft. Oh. Beim ersten Mal. Snoop Doggy Dog? Nee, Nein. Dog. Ach so. Ich habe zwei Singles, das war Ixnay on the Hombre oder so von Offspring. Geil. Und die Firestarter-Single von The Prodigy. Hä, geil. Was bist du denn für ein Ersten? Ich war schon immer sehr, sehr weit gestreut. Ja, war damals schon cool. Meine erste CD, die ich mir nicht gekauft habe, aber die sich in meinem Besitz befand, war eine DJ Boro Best Of. Mit dem wunderschönen Namen Just For You. Und die erste CD, die ich mir gekauft habe, damals mit meinem Bruder zusammen, weil war nicht so viel Taschengeld, war eine Maxi von Scooter und ich glaube, es war Back in the UK. Oh. Und wir waren die weltgrößten Scooter-Fans, mein Bruder und ich. Oh, sind wir vielleicht sogar immer noch. Ich glaube, meine erste CD, die ich mir zwar nicht gekauft habe, die habe ich geklaut von meiner großen Schwester. Das war Americana von The Offspring. Auch cool. Und die ich so... Give it to me, baby. Ganz genau. Die ich erstanden habe, die erste war, glaube ich, Exhibit mit Weapons of Mass Destruction. Wow. Pretty hard. Aber Exhibit nach wie vor geil, muss ich sagen. Ist geil, Ex-Mann. Ja. Ist nicht Exhibit, hat der nicht den Track mit Within Temptation gemacht? Das war Exhibit. Ja, ja. Also wenn ihr mal einen richtig fetten Mashup hören wollt, Within Temptation, Exhibit, And We Run heißt der Song. Das ist hat so geil. Auch ja, sehr gut. So habe ich Englisch gelernt, Mann. Ich kann es nicht sagen, aber Himmelreich war geil. Ich habe mir gerade die Autos alle auseinandergefallen. Ja. Die geht nicht lang, klar. So, Bang, was geht ab? Mein erstes Album, was ich glaube ich besessen habe, war The Rasmus, Dead Letters, Here in the Shadows und so, der Song. Mega. Ist richtig. Hammer, ja. Guckst mich an, als das war vor deiner Zeit. Nein! Nicht so gesehen, weißt du, dein Look gerade und hatte gerade, ich weiß nicht, wie er heißt, aber. Wille Walle. Ja, Wille Walle natürlich. Nein. Aber, egal. Pass. Nee, genau. Und die ersten Singles waren tatsächlich Gorillaz Feel Good Inc. Und dazu dann Phantom Planet mit California. Ja. Am gleichen Tag gekauft. Aber geile Songs. Geile Songs. Geil. Ich glaube, ich fahre jetzt ein bisschen aus der Reihe. Das ist also so altes Bedingt. Wenn der Blümchen geht, erzähl mal. Ja. Habe ich mir aber nicht gekauft. Ich Nein, ohne Kapital Scheiß. Bra. Ich muss jetzt echt überlegen, weil du hattest lang genug Zeit zu spielen. Du hattest noch nie ein Album, willst du sagen. Falsche Generation. Ich habe mir tatsächlich nie als Kind eine CD, ich muss das ganz ehrlich gestehen. Ich habe mir nie eine CD gekauft. Geschenkt. Deswegen, da habe ich aber tatsächlich keine Ahnung mehr. Ich würde jetzt sagen, das ist wirklich die CD, die ich mir wirklich gekauft habe, also so mit Bestellung und in der Hand haben, war das Solo-Album von Tazacha Man, von Drummer von Styx. Ah, ey. Echt? Suckerman. Das ist zwar erst. Das ist zwar erst von 2020 oder so. Also relativ jung. Aber hört ihr, wie er so sagt, so ganz normal bestellt und so. Ja, ja. Ganz ja, normal so ist nicht bestellt, sondern du gehst in den Laden. Ja, ja. Jetzt ist ganz normal bestellt. Jetzt hast du geile Covers auf. Dann hörst du die doch mal an. Da gab es schon noch mal was, aber tatsächlich. Und wenn der Laden das nicht hat, was du willst, dann sagt er, haben wir nicht, kriegen wir nicht mehr rein. Okay. Das ist schön. Kommunikation der Generationen. Das ist so schön. Aber das gab es bestimmt auch. Aber wann bin ich mal? Ich habe keine Erinnerung mehr dran. So. Aber das ist mir so im Sinn geblieben. So, ich fand das cool. Gelernt. Das hat man, ey. Besitzt du eine Vinyl? Ja, viele, ja. Cool, welche? Tatsächlich, ja. Was war die erste?
Die erste, die... Nee, das sehe ich von Eike, irgendeiner. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, okay. So. Ich war auch so was. Belegexemplare. Auch nicht schlecht. Nein, aber wir hatten noch von keine Ahnung was, von wem, tatsächlich noch so Kasperle-Theater auf Scheib hatte. Also, das haben wir uns früher als Kind reingezogen. Ich hatte Herr Fuchs und Frau Elster auch. Ja, genau. Hatte ich auch Frank Zander und so. Ne? Ja. Also, Zank Frander. Ich habe noch zu Hause von meinen Eltern so Otto Walkes Schallplatten und Heinz Rühmer. Heinz Erhardt. Heinz Erhardt habe ich auch. Noch ein Platz mit G. Ja. Genau. Gerade Gewürzburg gegessen. Natürlich. Geht ganz gut, gell? Ja. Geil, Gatze, Galle. Genau, die Farbe. So, Benji. Ja, also ich habe mir noch CDs gekauft. Die erste, aber die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich mit meiner Schwester abgeduxt. Das war von Within Temptation, The Sun and Force, weil ich habe den Song Mother Earth auf meiner Best of Pop 2003 entdeckt. witzigerweise direkt nach von Him ein Song, dessen Namen... Funeral Farts, genau, der war da auch mit drauf. Funeral Farts? Funeral Farts, das kennen wir, das ist... Nun, die erste CD, die ich mir wirklich so selber bei Saturn in der Mönckebergstraße dann gekauft habe, war von Hammerfall, die Steel Meets Steel. Die habe ich mir damals illegal runtergeladen, aber sonst kam weiter. Also ich finde ja, wir sollen auch mal so eine Metal-Platte machen, Netster. Aber mit Steel. Die heißt dann Steel mit Steel. Ja, also so. So. Und, da, und das mit den Funeral Farts, das kennt man. Erst einmal die Leichenstarre, dann ein paar Stunden später kommen die Funeral Farts. So, also das ist... Sehr gut, das Stream. Für seine Verhältnisse ist er wirklich gut. Ja, also kann ich mehr Menschen. Wenn du mit uns streamst, dann kriegst du auf jeden Fall Niveau. Weniger Arschlöcher, als wenn ich alleine im Stream sitze, weißt du? Das ist ganz gut. Ja, ey, Chat, könnt ihr mal jetzt eine schnelle Fragerunde reinbringen, bitte? Das ist mir wichtig. Am geilsten fanden die Leute natürlich Gerrits Auswahl, das ist natürlich klar, ne? Weil das am Reels, das andere ist irgendwie schon viel zu krass. So, das ist wirklich. Schnelle Fragerunde, bitte. Das ist mir ganz wichtig. Also jetzt rein, Chat. Jetzt seid ihr gefragt. So, gibt Frage. Meine CD-Auswahl war auf die Auslage in Kloppenburg beschränkt. Peak und Kloppenburg. Ich weiß nicht. Ja, Peak und Kloppenburg. Aber wir machen nur Klamotten. Okay, also schnelle, wir machen jetzt viele Fragen schnell, ja? Okay. Wir fangen an. Habt ihr Kritik am ESC? Los geht's, wer möchte das beantworten? Es gab kein Catering. Das war ganz schief. Das ist wirklich frech, muss ich sagen. Ja. Es gab Kaffee und Obst und Crisps. Das ist ja schlechter als im Jugendzentrum. Also du musst dir vorstellen, anfangs sind es noch 36, 37 Länder, Nationen, die da ankommen und jede Delegation pro Land hat ja irgendwie 25 bis 40 Leute mit sich und für diese Menschen gibt es dort nichts zu essen. Ja. Es gibt einen Foodtruck vor der Tür, wo du aus drei oder vier Sachen wählen kannst. Da arbeiten zwei Dudes. Und du musst bezahlen. Und du musst selber bezahlen. Genau, du bezahlst das Zeug und bist aber teilweise 12, 16 Stunden in dieser scheiß Arena. Anschließend daran die Frage, ihr habt mal angekündigt, schreibt dir jemand, dass ihr Reactions machen wolltet auf Tracks. Steht das noch? Also kann man dazu was sagen? Ich habe eine Reaction gemacht auf die Tracks für den deutschen Vorentscheid und ich werde eine Reaction machen auf alle finalen Tracks, die, glaube ich, am 16. März alle erscheinen. Am 16. März ist Einsendeschluss. Das heißt, ich werde irgendwann, ich habe nächste Woche Urlaub, auf Tour dann ein Reaction-Video machen zu allen finalen Tracks, genau. Okay. Und bis dahin auch nichts hören, damit die Reaction wirklich auch authentisch ist, ja. Wann spielt ihr in Bremen? Spielt ihr überhaupt in Bremen? Nee. So, vielleicht mal irgendwann wieder, keine Ahnung. Aber. Hamburg ist nicht so weit weg von Bremen. Es gibt so viele Orte in Bremen. Guck doch mal bei Google Maps. Aber für alle BremerInnen, 14. Dezember, Sporthalle Hamburg. Ja. So. Genau, und das, pass auf, Lordfest, ne? Ja. Genau. Gibt es ein Warm-up zum Lordfest? Was ist damit gemeint? Ja. Wir haben letztes Jahr eine Warm-Up-Show gemacht im Logo, so richtig klein. Das war super geil. Da haben die Leute dann die Setlist aus einem Korb gezogen. So von so zu aus Zettelchen gezogen. Und wir werden auf jeden Fall wieder ein Warm-Up machen. Nicht im Logo, sondern in einer anderen kleinen Location. Und das werden wir irgendwann, keine Ahnung, im Herbst oder so verkaufen. Und es wird auch eine Aftershow-Party geben, auch wieder im Grünspan. Dafür wird es auch Tickets geben. Das werden wir wie immer ankündigen bei WhatsApp und Telegram. Dass erstmal die Leute, die uns ganz hardcore folgen, das bekommen. Die Links zu WhatsApp und Telegram gibt es immer auf lordoflost.de. Mega. Frage von Isa
The Obald. Ihr habt Wacken und Hellfest gespielt, jetzt Download. Gibt es noch Auftritte, von denen ihr träumt? Schwierige Frage, aber vielleicht gibt es da eine gute Antwort drauf. Ja, Sigurd Festival, Glastonbury Festival, generell Pink Japan. Pink Pop Metal Meeting, heißt das, glaube ich, ne? Pink Pop wäre geil. Graspop. Ich würde gerne in Australien spielen. Der Graspop Meeting. So. Ja, Primavera. Ja, in Barcelona. Ist das, ne? Geil. Die haben bestimmt auch ein Festival in Australien. Keine Ahnung. Roskilde kann man auch machen. Das ist aber nicht Australien. Naja, aber das ist sehr schön da. Sweden Rock würde ich gerne machen. Ja. Ja. Copenhagen. Genau. Ansonsten, cool, also es gibt ein paar. Ansonsten mal Wembley Stadium wäre cool. Hm. Man lebt ja noch. Also die ersten 15 Jahre sind um. Ne, da ist ja auch nichts verloren. Chris. Ja, wir würden nächstes Jahr aufhören mit den 15 Jahren. So, cool, nächstes Jahr machen wir 16 Jahre. Ja. Sehr gut. Habt ihr noch mal Bock auf kleinere Shows? Natürlich. Von Tilly Wanker gefragt. Machen wir doch. Immer. Genau. Letztes Jahr hatten wir diese Club and Glitter Tour in Clubs mit bis maximal 500. Und wie gesagt, diese Show im Logo. Und das werden wir zwischendrin immer machen. Das werden dann eher so überraschende Sachen, die recht spontan angekündigt werden. Ja. Eine ganz andere Frage von Frank Adjust oder so. Was würdet ihr an einem freien Nachmittag mitten in der Woche tun? Das finde ich jetzt eine sehr schöne, normale Frage. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Gassi gehen. Viel Gassi gehen. Ja? Ja. Mit wem? Mit Hunden. Okay. Mit Hunden Runden drehen. So, weiter? Das Schlafen. Familienzeug. Familienzeug. Sauna. Sauna. Oh ja, das Sauna. Gassi gehen. Sauna ist geil. Ich glaube, da würde ich mich anschließen. Oder ich würde mir einfach mal wieder was ausdenken, was ich dann für den Abend Leckeres für mich. Red Dead Redemption 2. Nur. Zocken. CS16 ohne Wallhack. Wir können das auch alles miteinander kombinieren. Wir gehen einfach mit Klaas Hunden schlafen in die Sauna. In die Sauna. Ja. Und meine dabei. PlayStation 5 kann auch mit? Oder? Ja, ich glaube. Und ein Kastenbottle. Ja. So. Also, mich hat es gerade richtig von der Couch gehauen. Gibt's als Antwort. Dann hat niemand gerechnet. Das war Kogi, jetzt ist die große Frage natürlich, wie bringst du in diesen Stream noch irgendwie einen weiteren Höhepunkt rein? Weil den haben wir jetzt ja langsam überschritten. Also ist es jetzt, dann kommen jetzt die Stripper. So, dann ist es soweit. 10. Geburtstag, 15 Jahre. Ja. Die Stripper sind. Naja, ist ja ein bisschen Teenager, Alter. Also die Stripper kommen, aber in einem anderen Raum. absolut. Die Stripper, ist das nicht eine Schlagerband? 40 Jahre, die Strippers. Stripper, ist das nicht so eine Sendung über einen nackten Delfin? Ja. Strippers. Ist die neue Haarfarbe von Chris schon ein Hinweis darauf, wie die Looks der 15-Jahre-Tour aussehen? Nee, das ist eine Eigenurinbehandlung. Aber das ist schon geil, das ist schon ein gutes Geld. Nee, es gibt keine wirklich festen Looks für die 15-Jahre-Tour. Wir machen das, was wir sonst auch immer bei Konzerten machen. Das Einzige, also viel Schwarz, viel Glitzer, viel jeder, wie er will. Das Einzige, was wir dieses Jahr wirklich ausschließen, ist die Kombination Rot-Gold, weil die haben wir halt einfach so doll durch. Die haben wir einfach letztes Jahr so ausgereizt durch ESC und Blood and Glitter, dass quasi dieses Rot-Gold ist jetzt, glaube ich, für die nächsten 10 Jahre bei Lord of Lost einfach so stark damit verbunden, dass wir einfach, und das machen wir gar nicht, weil wir uns davon abwenden wollen, sondern einfach, um so ein bisschen die Themen beieinander zu lassen. Dass man einfach sagt, so, das war quasi diese Ära. Und da musst du echt ein paar Jahre warten, bis du Rot-Gold wieder rausholst. Ja, ey, absolut nachvollziehbar. Aber ich werde auf jeden Fall ich finde diese ganzen Regenbogen-Kotze-Farben gerade mega. Das heißt, ich habe mir auch für die Tour diverse Neon-Haarfarben mitgenommen und werde mir alle Tage wieder irgendwas anderes reinknallen und auch dementsprechend Kontaktlinsen. Du glaubst nicht, dass du bis zur Tour noch Haare hast, ja? Nee, also das macht nichts kaputt. Also das sind ja nur diese Tönungen, die draufkommen. Aber du kommst jetzt langsam in dein Alter, meint er. Ach so, das an der Seite fehlt ja schon ein bisschen. Ja, genau, das an der Seite ist schon, genau. Ich habe so. Ja, da habe ich vergessen. Das ist ein Geheimrat. Nee, aber ernsthaft, das macht nichts kaputt? Ehrlich? Nee, also was kaputt macht, ist Bleichen. Okay. Was du natürlich machen musst, aber das macht man alle paar Monate, damit die Farbe hält. Aber wenn du nur diese bunte Farbe reinmachst, das legt sich ja nur von außen drauf. Ah, okay. Danach sind die Haare sogar recht weich, das ist wie so eine Spülung. Das wäscht sich heraus. Also was kaputt macht, ist wirklich Chemie, die ins Haar geht und das Pigment ändert. Aber diese bunten Dinger ist ja nur... Das packe ich auf TikTok, glaube ich, diese Erklärung gerade. Die gefällt mir. Ich glaube, die ist für viele Leute interessant. Okay. Ja. Aber Chris hat gesagt, das geht nicht kaputt. Ja, genau. Aber es brennt gut, seht ihr? Es brennt super. Ja. Nicht trinken, Leute. Ansonsten, was Nick noch für die Tour halt machen wollte,
wollte mit seiner Frisur, war ein invertierter Sidecut. Ich? Ja, das ist wirklich. Männer. Und ein Iro, der aber in den Kopf geht. Ach, ja. Okay. Oh, wie das aussehen muss, wenn du einfach in der Mitte hier so 10 cm Streifen sind, konsequent wegrasierst. Scheiße. Ihr werdet es sehen. Auch vorne. Überall. Hammer. Ja, ey, pass auf, eine Frage gibt's, glaube ich, noch. Ja. Warte. Nee, das ist die gut. Ist die gut. Erstmal. Weißt du, wir gehen übrigens auf Tour. Ich weiß nicht, ob wir das schon. Aber warte mal, die Frage ist, wenn er Farbe, also Frage, nee, Typ an Chris. Ich glaube, er meint sich selbst als Typ. Wenn er Farbe rausziehen will, Vitamin C Pulver mit Spülung einwirken lassen. Ich glaube, es soll ein Tipp sein, genau. Ja, aber was ist das für Vitamin C Pulver? Weiß ich nicht, vielleicht ist es dann, dass du die Farbe, die drin ist, rausziehst. Also es wird die Haare sicherlich nicht. Ich habe ganz dunkle Haare, ich habe fast schwarze Haare, also richtig dunkelbraun. Bleichen wird man damit sicherlich nicht können. Ja. Aber vielleicht kann man die Farbe, die drin ist, ein bisschen rausziehen. Ja, das geht auch mit Anti-Schuppen-Shampoo übrigens. Ey, danke auf jeden Fall für den Tipp. Das ist. Gold. Bitte kannst du dann ein neues TikTok-Video aufnehmen, wie es funktioniert. Vitamin C. Finde ich richtig gut. Okay, mach so. Ich. Also Lord of Lost, 15 Jahre, Happy Birthday. Diese Jungs gehen auf Tour. In 2 Wochen geht's los. 21 Shows. Der ganze Kontinent Europa wird bereist. Fast, und, ja. Oh, ne? Und glücklich gemacht. Und kommt bitte an Karfreitag nach Barcelona, weil die Leute sind Krogi so... kommt auch. Ich komme auf jeden Fall irgendwann mal, vielleicht hier zu einer Sporthalle, da komme ich gerne hin. Barcelona, hast du gerade gesagt. Barcelona. Ach so, um die Ecke, diese Kneipe, ja? Krogi kommt nach Barcelona. Barcelona haben wir über die Ecke. Nee, Sporthalle bist du herzlich eingeladen. Ja, dann lass uns doch einen Stream machen, wenn ihr Soundcheck macht. Dann gehe ich jetzt richtig auf die Eier. Das können wir machen. Ja. Gut, also genau, das müssen wir machen. Nee, abgemacht. Ja, machen wir. Und vielleicht, wenn du keine Ahnung, kannst du bis dahin noch irgendeinen lustigen Song von uns aussuchen, vielleicht einen von unseren Cover-Songs und kommst auf die Bühne und dann haust du auch noch ein paar Trommeln rum oder so, die da stehen. Ihr habt sehr gute Cover-Songs. Ja. Und sehr gute Trommeln. Die Trommeln sollen sehr gut sein, habe ich gehört. Allerdings sehr schlechte Trommler. Sehr gut. Ey, Chat, also vielleicht, um das Ganze noch abzuschließen, wir haben ja tatsächlich ein Cover-Album rausgebracht neulich, weil wir haben ja bis jetzt nie richtige Songs gehabt, wir haben uns immer nur ausgedacht. Ja. Und wir wollten halt mal ein Album mit richtigen Songs machen. Ja, deshalb, natürlich. Wenn ihr richtig Bock habt, wir haben das Album Weapons of Mass Seduction. Genau. Nicht Destruction oder Seduction. Und da sind richtig tolle Coversongs drauf. Auch endlich mal gut geschriebene Songs. Ja, ich meine, eine Hammer-Version von The Look, ne? Also mit Jasmin Wagner, Hammer. Yeah, ja, ist auch der Bandmeister drauf, aber nee. Ja. Ach so, ist auch. War schon aus der Bandmeister und auf dem nächsten. Nein, natürlich. So gut, das haben wir ihn auf dem nächsten. Aber auch mal mit. Ich bin ein großer Blümchen-Fan, ja, wie ihr wahrscheinlich. Nee, nicht, wie wahrscheinlich alle Herren in diesem Raum und vielleicht alle Menschen. Vielleicht kommt der Blümchen auch zum Lordfest. Kommt ihr auch zum Soundcheck? Vielleicht. Das waren die großen. Also sagen wir so, sollte Blümchen zum Lordfest kommen, dann käme sie natürlich auch zum Soundcheck. Jasmin, ruf uns an. Abgemacht. Du hast unsere Nummer. Abgemacht. Sehr gut. Er ist auf jeden Fall geiler Track. Wir hatten, für die, die es nicht wissen, wir hatten letztes Jahr auf der Wackenbühne Blümchen. Ja, das, und das Video müsst ihr euch reinziehen. Das ist wirklich sehr geil. Herz an Herz in der Metal-Version. Jo. Ja, und ihr habt spät gespielt, ne? Ja. Und okay, wie das Internet weiß, die Leute fanden es richtig scheiße. Also es waren auch Augenzeugen da, die sich im Internet gemeldet haben, in Facebook und irgendwas Social Media Kommentaren, die gesagt haben, es war richtig. Genau, 25 Leute fanden es richtig scheiße. Es hat niemand, also hat es gefeiert und dann haben wir uns hinterher nochmal den Videobeweis angeguckt und haben uns geben lassen vom Schiri. Und die fanden es so scheiße, dass sie hinterher Zugabe gerufen haben. Es gab sehr viele okkulte. Wirklich. Sehr viele okkulte Rituale auch. Also, das hat sich so ausgeglichen. Ja. Also genau, als Blümchen auf die Bühne kam, haben die alle aus Verzweiflung ihre Hände in die Luft geworfen, haben die Mundwinkel ganz weit nach oben gezogen und total laut geschrien. Also, die haben es voll gehasst. Ja, Hammer. Krogi wollte jetzt schon zum 5. Mal den Stream beenden. Nee, eigentlich will ich ihn nicht beenden, aber ich finde nur, dass es gerade also so rund ist irgendwie. Es ist so gut danke euch. Wenn es am schönsten ist, soll man ja. Was hältst du denn von Folgendem? Ja. Dass du einfach jetzt nicht dieses Verabschiede-Ding machst, sondern dass du so mitten, wir reden einfach weiter mitten im Gespräch, schaltest du einfach ab, dass man das Gefühl hat. Oder trippst die Kamera. Genau. Genau. Kann denn der Chat, bevor wir das machen, ja? Chris, bevor wir das, könnt ihr einmal noch bitte dieser Band ganz viel Liebe rüberschicken im Stream, weil ich finde das nicht selbstverständlich, dass wir hier den 15. Geburtstag gemeinsam verbringen, hier im Proberaum und hier die Probe crashen, alles ist so schön. Kannst du nochmal deine Rechnungsadresse uns zukommen lassen? Meine Rechnungsadresse, ja, natürlich. Gut, weil ich würde nochmal das... Klar. Otto-Gebäude, weißt du? Ja, genau. Ein bisschen Otto. Einfach mal ganz viel Herzen da lassen, damit hier alle sehen, dass das geil ist. Und außerdem ist es auch...
nicht selbstlos von mir, weil dann darf ich bestimmt wiederkommen. Das ist auch gut. Ganz viele. Ja. Ja. Das lege ich zum 30. Und wenn ihr euch jetzt extra freigenommen habt von eurer Arbeit und irgendwie, keine Ahnung, eure Lebenspartner alleine gelassen habt für den Stream, das gibt es auf YouTube noch, hättet ihr nicht machen müssen. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, morgen, übermorgen. Nee, morgen. Morgen schaffen wir das. Danke, dass ihr da wart. YouTube. Ja, danke, dass du da warst. Ja, danke, Chad. Danke, Krogi. Nee, wir wollten noch keine Verabschiedung machen. Es gibt keine Verabschiedung. Geil, ich hole mir jetzt nochmal ein Stück Gold. Ja, die Socken sind richtig geil. Ich ziehe also mal ein neues Shirt an, was ich. Zieh mich jetzt hinter der Kamera aus. Kann man das auch als Hose anziehen, das Shirt? Welchen? Ach so, ich nehme jetzt mal an hier. Oh, super.